Kunststoffprodukte werden auf verschiedene Art und Weise hergestellt. Eine der gängigsten Verfahren ist der Spritzguss. Wie man die Qualität solcher Kunststoffteile auf ein Top-Niveau bringt, das lasse ich mir bei der Firma Aburg von Thomas Ruf erklären. Kommen Sie mit! Thomas Ruf works for Aburg as process engineer. In this video he explains the advantages of the so-called screw pilot, a modern control system for injection molding machines. Warum ist es wichtig, beim Kunststoffspritzgießen intelligente Regelungen zu verwenden? Beim Spritzgießen verwandeln wir einfach gesagt Granulat durch Erhitzen in eine zähflüssige Masse, pressen sie mit hohem Druck in eine Form und lassen sie anschließend wieder erstarren. Klingt einfach. Die Tücke liegt aber im Detail. Denn wenn dieser Prozess auf einer Maschine abläuft, die ohne Rücksicht auf den Zustand der Schmelze das Material einfach nur so schnell wie möglich in eine Form presst, bleibt die Qualität auf der Strecke. Ah, klingt plausibel. Und da kommt Ihre intelligente Regelung ins Spiel, richtig? Genau. Bei Aburg nennen wir das Screw Pilot. Mithilfe einer solchen Schnecke transportieren wir das verflüssigte Polymer in die Spritzgießform. Das gibt's aber nicht nur bei Aburg und ist auch nicht besonders neu, oder? Einzigartig ist bei uns das perfekte Zusammenspiel aus präziser Antriebstechnik, also Hardware, und intelligenter Regelungstechnik, also Software. Und so funktioniert's. In order to convert polymer granules into plastic products, they are firstly heated up and converted into a melting mass. By applying enormous pressure and a so-called screw, this melt is injected into a mold. Once the mold is filled, the mass cools down and solidifies. In order to achieve a perfect quality result, the melt needs to be injected precisely and reproducibly into the mold. Here is where Aburg's World Control Screw Pilot comes into play. By means of an intelligent cooperation between hard and software, the injection process is perfectly controlled. Firstly, through a precise positioning of the screw and active braking, and secondly, through an active compensation of deviations within the injection process, making it stable and reliable. As a result, quality significantly improves and so does the customer satisfaction. Und gibt's diese Technologie nur für elektrische Spritzgießmaschinen von Aburg? Bei unseren elektrischen Maschinen ist der Screw Pilot bereits standardmäßig eingebaut. Vor allem aber bei hydraulischen Maschinen lässt sich mit dem Screw Pilot eine deutliche Verbesserung der Füllpräzision erreichen im Vergleich zur klassischen Hydraulik, wie Sie sehen. Vielen Dank, Thomas Ruf. Und danke Ihnen fürs Zusehen. Bis zu unserer nächsten Episode. Tschüss.